Hallo, mein Name ist Behnaz und ich gehe in die Klasse 11b der Deutschen Internationalen Schule in Dubai. Und heute beantworte ich euch die Frage, ob das Fasten einen Einfluss auf die innere Seele des Fastenden hat. Fasten bedeutet nicht nur, dass man nicht trinken und essen darf, sondern es hat eine tiefere Bedeutung, eine innere Dimension sozusagen. Die innere Seele des Fastenden wird gereinigt und seine Beziehung zu Gott und dem Mitmenschen wird gefestigt. Ohne dies bleibt das Fasten bedeutungslos und leer. Der Muslim soll demnach besonders in Ramadan darauf achten, sich selbst, sein Verhalten und seine Taten reinzuhalten, indem man zum Beispiel Kraftausdrücke und Streitereien unterlässt. Zudem beschäftigt sich der Muslim während Ramadan intensiv mit der Religion in Form von Gottesdiensten, wie zum Beispiel durch dem Beten und dem Lesen des Korans. Das bedeutet jedoch nicht, dass man den ganzen Tag nur betet und nicht arbeitet, denn auch die Verrichtung der Arbeit gehört zu den Pflichten eines jeden Muslims. Ich hoffe, das hat eure Frage beantwortet und Ramadan Kareem.